Kratzi. Kabine Deutsch, jawohl, da sind wir am Start hier. Rolf. Boah. Meine Herrschaften. Telefon muss ihm Brief. Was? Muss ja direkt in den Options. Ist der Plan, also Options? Options. AOC. AOC und dann Simbrief. Genau. Und Grazie Rolf. Da muss ich jetzt meinen rausnehmen. Das ist falsch hier. Ist der schon fertig, der Plan? Ja. Ja, der Plan ist fertig. Ja. Discord, wo ist es denn jetzt hier? Da noch Grazie Rolf. Ich drin, was passiert? Irgendwie will der hier nicht so wie ich. Kabine Deutsch, das ist doch richtig. Ja, Plan ist da. Discord Excel. Company. Ah, jetzt glaube ich jamals. Warte. Jetzt, ja, jetzt. Jetzt sind wir am Start hier. Und ich kann den doch auch bei Syntuki laden, ne? Das wird lustig, ja. Idiot. So. Sagt bitte nochmal den Usernamen von dem SIM-Brief. Crazy Rolf. Wie? Crazy Rolf am Crazy Stift. Roll. Genau. Okay. Der Verrückte quasi. Schauen wir mal im Coast Index, was haben wir ausgerechnet? Ach, so, Deswegen warte. wollte ich gerade nochmal nachgucken. Man Ich kann den mach auch erstmal. im Toolkit runterladen, ne? Ja, aber das steht irgendwie nicht. Coast Index. Ja, einfach Klima, 35. Ja, das ist 45 oder so, egal. 35. Also, Load Sheet habe ich zwar was, aber da steht nur Coast Index. Wo stellt man denn? Ich habe keinen Coast Index bei Simbrief eingestellt. Also ich fliege in der Regel immer mit 35. Ja, oder Ausgerechnet, 50. ne? Eigentlich war der ausgerechnet, ja. Auch mal da. Und der Init. Zeigen Sie mal. So. Dann können wir doch eigentlich den Schiff planen. So, welcome here to the Jo. Group Flight. Also der Kostenindex bei Simbrief ist 5. Das Special. Wir haben ja Special heute hier. Ja gut, Wir für haben den ein Fall, ja, bisschen kommt, das glaube ich aber nicht. Rückenwind mit 13 Knoten. Oh, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, 4,13 müsste noch 13 Knoten sein. Ah, so. Das war auch Aber mal ich habe Sportscher. jetzt schon klein im Arsch, doch. Ich bin alte 17.000 Position alt. Was wollte ich denn jetzt hier machen, Scheiße? Ich wollte jetzt irgendwas, was habe ich jetzt vergessen? Was wollte ich Geht machen schon jetzt los. hier? Ah, leck mir oder das geht echt schon los. Position alt ist 17.000 beim Ach, jetzt Abflug. weiß ich es wieder. Die APU einschalten. Nee, ich wollte den Flugplan einladen. Also, Scheiße, was wollte ich denn jetzt hier machen? Ah, meine Herren. So, okay, da ist der Flugplan. Flight. 35. PowerPoint. Flight, ach Gehen so. wir mal rein und dann gehen wir mal auf MCU-Menü. Laden mal die Last rein, das können wir ja auch, ne? So, mal auch. So, dann. Wie viel Sprit haben wir? 4,98, also 5 Tonnen. 5 Tonnen Kraftstoff. So, jetzt mal im Abflug. So, das ist mal drin. Departure Runway 9. Warte, ich gucke. Ja, auf der 09 geht's raus. Kato 2T. Eieiei, so haben wir einen SID. Ja, Kato K2T, genau. Kato 2T.
Hauen wir mal rein. Insert. Stellst du den Arrival auch schon ein? Ja, alles müssen wir schon fertig machen am Boden. Okay. Machen wir das. Alles fertig machen am Boden. So, auf der 10 kommen wir runter. Das ist ein Airnav, ne? Keine ILS, jo, ich sehe es gerade. Airnav 10. Das ist wieder gut, ey. Über, gibt es ja nur den einen. Uluba 1, gibt es ja nur Uluba 1. Und Insert. So, jetzt müssen wir uns trotzdem das Ganze mal angucken, ob das hier irgendwie stimmig ist. Von wo starten wir nochmal? Von wo war das? Punta Cana. Und welche? Auf der 09. Auf der 09 und der da? Die SIT? Über Kato K2T. Da habe ich es. Okay. Uluba 1. So, ich klicke mal hier gerade durch, wie das hier so aussieht. Ja, dann was ist das denn? Da war doch irgendwas jetzt. Oh, da ist aber was faul hier. Jo. Da ist auf jeden Fall was faul hier. Da müssen wir nachbessern. So, Lapr geht noch. Danach ist dann der. Und dann kommt, der muss schon mal raus, Dande. Dande bitte rauslöschen. Dande clear. Dande rauslöschen, dann Insert. Gucken wir nochmal. Ganz kurz. Dande, warte mal. Ja, also Dande war bei mir, ich habe immer noch Dande, warum ist denn der immer noch da? Ist der zweimal drin gewesen? Habe ich überhaupt nicht. Doch, da unten. Da so, ist noch mit drin. Ja, jetzt lösche ich ihn nochmal raus. Und im Diesel Point ist es. Jetzt habe ich zweimal den Dande gelöscht. So, noch drin. Ach du Scheiße, was denn jetzt? Och, jetzt fliegen wir hier im Kreis, ja. Und da ist schon wieder der Dande. Ja, was ist das denn jetzt hier, ey? Oh, meine Herrsche, was macht der hier mit uns hier? Das ist auch, das geht hin und her, da fliegen wir vor und zurück hier, bis wir schwarz werden hier. Oh, warte, ich versuch's nochmal. Ich gebe jetzt mal der Erne auf 10 ein, ohne Star. Ich sag mal No Star. Möglicherweise geht's dann so. Das ist bei Microsoft manchmal so. Der hat halt Probleme mit den Stars. Ja, das geht deutlich besser, aber wir müssen trotzdem den Dande wieder rauslöschen einmal. Okay. Wo ist er denn jetzt hier? Wie er den weggekriegt? Der Dande, warte, der Dande da. Also ich habe jetzt nochmal die Runway ausgewählt. Ohne Star. Und also No Star. Also Dande ist schon wieder drin, ne? Ja, scheiß drauf, da fliegen wir halt über Dande, aber der Rest sieht jetzt vernünftig aus. Der Rest ist dann okay. Also normal kann das Dande ganz weg, aber... Er lässt ihn nicht löschen. Der lässt ihn kommt wieder rein, ne? Irgendwie kommt er immer wieder rein, der Dande. Ja. Aber warte, wenn der gelb ist, wenn du einmal gelöscht hast, steht da oben wieder gelb Dande. Dann drückst du nochmal auf Entfernen und drückst nochmal auf Dande. Und dann sollte er eigentlich raus sein. Ist wieder drin. Also wenn das gelb ist. Wenn das gelb ist, nochmal. Ah ne, ist wieder drin, hast recht. Ja, dann scheiß drauf. Dann fliegen wir über Dande. Aber jetzt der Rest passt jetzt. Wenn du kein Star auswählst, dann passt zumindest der Rest. Ja, gehen wir hin. Bei mir ist er immer noch drin. Ach, Lego mich, ey, das ist... Lass es also nicht löschen. Den kann man ja überspringen nachher. Ja, kurz mit meiner hinfliegen, das geht schon. So, musst du hier schön... Jetzt die Performance, oder? So, es wäre natürlich super, wenn mehr oder weniger alle hier da live übertragen könnten, ne? Streamen. Gehen wir hin. So. Aber erstmal die ganzen Eingaben. Ja, achso, da fehlt ja noch was. Wir müssen ja noch Performance-Daten noch eingeben. Genau. Ne? So, es geht auf jeden Fall mit Flap Uno raus. Was fehlt ist der Flugplan. Ab Zero. Flex Temperature, ich mach mal 50 Grad. Das ist ein schöner Wert.
Ansalt. Und der Flyer wird hoch, ne? So, ich hab ja alles drin, glaube ich. Trans? 31.000 ist der Fly-Level. Auf dem kurzen Stück, ehrlich? Naja, mit Microsoft ja, geht es, ne? Dann blieb es mindestens an, da steht 31.000. Naja, 3.1. So. Ja, ja. Ist auch drin hier, okay. Jawohl. Das Gewicht muss ich. Oh, 3-1 habe ich jetzt auch drin. So, sieht gut aus. So, ich mache mal den Titel raus hier. So, ich mache mal den Titel weg, dann kann man es besser sehen. Ne? So, und dann mache ich jetzt hier mal Leute ohne Video. Machen wir jetzt weg. So, jetzt haben wir nur noch Leute mit Video. Ich komme gleich mit Video. Was hast du bei Transalt eingeben? Ist hier wieder Bier im Spiel? Nein, natürlich kein Bier. Wir trinken Wodka oder Whisky. Heute Wodka oder Whisky am Start. Also ich habe hier zurzeit noch ein Gläschen Belvedere ungefiltert. Muss aber gleich umschwenken, weil der Belvedere ungefiltert ist alle. Dann geht's weiter mit Hammer und Sickel. Auch lecker. Auch lecker. Im Zweifelsfall haben wir auch noch O-Saft. Könnte aber sein, dass es dafür schon zu spät ist. Ja, es könnte sein, dass es für den O-Saft schon zu spät ist. Ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Es wird auf jeden Fall lustig heute, glaube ich. Könnte sein. Sind die Turbinen schon gestartet oder noch nicht? Nee, ich muss ja erstmal pushen hier irgendwie. Ja, das bin ich jetzt. Ich mach Powerpush. Wie schalte ich die Powerpush? Also, das ist verboten. Alter, das gibt gleich ein Ticket, mein Freund. Das gibt gleich ein Ticket. Powerbush gibt. Immer, so. Es gibt ein Ticket hier, du. Das ist scheiße an, du, das sagst du ja. Abend. 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 Hallo. Wie sind die. Gibt's die einfach. Was? Gib einfach Crazy. Gib einfach Crazy Rolf ein bei Simbrief und dann lädst du meinen Flugplan. Genau. Ja, also ich will jetzt noch den Startflughafen. MDPC. Ach so, du musst dich ja irgendwo hinstellen, ja. Martha, Dora, Paula, Cäsar. Okay. Flight Level 310, oder? Ja. Okay. So. Ja, ich stelle mich jetzt einfach hier. Ja. Trink doch eine mit, stell dich nicht so an. Ich will nicht die ganze Zigarren. Bum, 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 bum. Power Push. So, wo stehe ich denn hier? Macht doch sehr langsam. Ah, guck mal, hier ist der Dirk auf jeden Fall. Ah, guck mal. Da stehen wir alle. Da sind wir, da sind wir, da sind wir am Start hier. Ah, der Dirk ist schon am Power pushen hier. Ich sehe es schon. Pushen. Ja, 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 ich scheiß dich an, du. Ich scheiß dich an, ich sag's dir. Hallo Tower, hier ist der Captain Rudolfo hier. Der Dirk, Captain Dirk macht hier Power Push hier. Das darf nicht wahr sein, ey. Der macht hier einfach einen Powerpunkt. Ja, hoffentlich setze dich jetzt auf den Arsch hinten mit der Maschine beim Bremsen. So. Pop. Schön hinten auf den Arsch gesetzt, ja. Das ist ein Powerpunkt. Einfach mit Reverse hier, zurückfeuern hier. Oh, ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Triebwerk gelaufen lassen. Du musst aus dem Weg, du musst aus dem Weg fahren. Ich komme jetzt dann nämlich auch gleich. Ja, ich fahre hinten in die Bucht rein, das geht auch schon. Ja, okay, wenn du Powerpush machst, das kann ich. Wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Warte, kein Problem. Das Fahrzeug ist am Start. So, und wenn du Powerpush kannst, weißt du, was ich dann kann? Ich kann beide Engines gleichzeitig starten. Ist ja gut. Da macht der nächste Powerpush. Erwischt!
Ja. Was? Lese, da, der nächste Powerpusher! Ah, oh, das darf nicht wahr sein hier. Was geht denn hier ab? Da müssen wir gleich noch. Zur Strafe müssen wir einen trinken. Ne? Zur Strafe muss man gleich jetzt mal einen trinken für den Powerpush. Ich mach keinen Powerpush, ich bin ein Fahrzeugfuhrer. Dirk, hast du überhaupt Alkoholiker am Start heute? Ja, hab Bierchen. Ja, Prost dann erstmal wieder, ne? Bevor wir loslegen, ja. Prost! Nehmen wir nochmal einen. Ah, das wird lustig heute. Genug Bölkstoff besorgen hier. Ich habe die ganze Woche nichts getrunken, du. Ich bin schnell voll. Das geht ratzfatz hier. Einen kleinen merke ich schon. Ein bisschen merke ich schon, muss ich sagen. Steigen 31.000. So, soll ich mal, ich könnte mal das Wettertool probieren, ne? Soll ich probieren mal mein Wettertool aus hier. Ich bin von dem Wettertool auch nicht so wirklich überzeugt. Ne? Wir haben genug harte Piloten schon rausgezogen. Ja, ja. Genau. Beim Powerpushen hier. Bleiben wir einfach hier stehen erstmal oder was machen wir jetzt? Was machen wir? Vielleicht erstmal hier stehen bleiben oder? Ja, geht gleich los. Geht gleich los. Ich bin ja schon, die Motoren laufen schon. Motoren, ja, laufen die? Ja, ne? Ja, ja, die laufen. Ich muss schon mal gucken, dass ich das noch so ein bisschen koordiniert kriege hier. Max Break. Also ich sehe euch komischerweise nicht. An was kann das liegen? An dir. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich starte jetzt gerade auch noch neu. Vielleicht hilft es dann. Was soll ich machen? Startest du mal alles neu? Neu, vielleicht funktioniert es dann, keine Ahnung. Wer fehlt denn? Ja, oder den Server mal wechseln, ne? Hin und her wechseln. Ja. Das habe ich noch nie gemacht. Wie macht ihr das? Oben, oben rechts da. Also es gilt nur mit dem Hauptmenü oben rechts bei dem eigenen User den Server auswählen. Europa Norden steht bei mir. Yeah, jetzt wird die gepowerpusht hier. Nimm mal Europa West. Europa West, dann sind wir alle dabei. Ja, Beste. Okay. Ich verwechsel schon links und rechts hier, das fängt schon gut an hier. Und ich sehe dich zurückfahren. Oh, mir wird schlecht. Uiuiuiuiuiui, du. Ah, jetzt. Jetzt kommt ins Bild. So, ich zieh schon mal ein Stück nach vorne. Ja, ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir müssen. Ich muss mal gucken. Ich weiß das auch nicht mit meinem Kopf. Ich hab keine Ahnung. So, erstmal bremsen hier. Warte, hab ich denn hier schon mein... Die neuen ist links. Wir müssen nur links runter. Links runter? Ja, links und dann ist direkt die Runway da. 9 haben wir gesagt, ne? Von 9. Ah, jetzt ist die Gruppe wieder da. Ja, ja. Ja, jetzt muss ich direkt das da schon links kriegen. Direkt, wo ich stehe, links. Mhm. Ich sehe so eine gelbe Kiste, Deutsche Post. Wo ist die denn? So, 09 hast du gesagt. Ja, okay, dann direkt hier links. Ja, hast du recht, alles klar. Ich bin auf dem Weg. Das habe ich auch angehalten dürfen. Ja, vorne erst. Ja, alles klar, ich bin dabei. After Start Checklist. Läuft. So, ich fahre schon mal hier links runter, ja. Ja, wenn die Kisten in der falschen Farbe angezeigt werden, ist das ja meistens irgendwie das fehlende Delivery. Ja, ja. Ah, okay. Boah, ich habe echt schon einen im Arsch, du. Ich glaube, ich muss jetzt doch mal einen O-Saft trinken. Ja, besser ist das, du. Oh. Oh, shit. Oh, shit.
Uiu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 i
Das sieht auf jeden Fall gut aus da hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maschinen sehe ich. Ja. So, nach erfolgreichem Start, ne? Da müssen wir erstmal wieder einen nehmen hier. Prost! Prost zusammen! Prost! Wir sind in der Luft, jawohl, Prost, auf geht's! Müssen die jetzt nicht alle exakt dem gleichen Flugplan folgen und eigentlich so auch in derselben Richtung unterwegs sein? Eigentlich schon, ja. Ja. Da oben der Admon 67, der fliegt ja viel weiter rechts. Ob der jetzt dazu gehört, weiß ich nicht, aber ich meine schon. Ja. Der Toast-Tracker, der fliegt jetzt auch irgendwo eigentlich woanders hin. Ja, der hat den bei mir nicht richtig genommen. Okay. Baro Standard. Oh, ja, ich habe jetzt gleich schon 10. Die Transition Altitude ist 17.000 hier. Was? 17? Ja. Okay. Laut dem Hinbrief. Ja. Oh ja, ist jetzt auch wurscht. Wir haben ja heute wieder Sonderberechte hier. Sonderrechte. Wieder Sonderflugplan hier. Das ist heute Special. Special One. Noch? Ja, deswegen ist ja heute auch das Motto hier und der Titel: Trink doch eine mit. Ich bin mal gespannt, bei mir lässt die Pfeife overhead. Ich weiß nicht warum. Ah, jetzt geht's. What can you do? Upset recovery? What? Was will der? Ach, gibt nichts drauf, der spricht Spanisch. Upset recovery? Was soll das denn sein? Trink doch eine mit, stell dich nicht so an. Hallo, Stick. So, wir fliegen jetzt hier, los. Oh, ich brauch mal einen O-Saft jetzt, glaube ich. Uiuiuiuiui, sonst komme ich nicht mehr an hier in St. Martin hier. Oh, da gibt's kein ILS, doch. Ich hätte die Woche vorher trainieren sollen. So, sieht doch gut aus. Uiuiuiuiui. So, was ist los hier? Ich sehe nur 1, 2, 3, 4, na 5 Streams haben wir hier, ne? Muss den Rest abgeben. Ja, ja, der Franz ist am Start. Ja, Franz ist am Start, jawohl, ich seh dich. Hallo, grüß dich. Willkommen. Der Toast-Tracker auch zu uns. Der Toast-Tracker, ja, ja, quasi. Schon. Der war jetzt gerade links auf Abwägen. Ja, irgendwas hat der bei mir nicht richtig eingestellt. Oh. Ja gut, aber wenn ihr euch anguckt, wir sind schön auf Sicherheitsabstand. Ja. Ja, wunderbar. Ich habe gar kein SIM-Toolkit hier am Start hier, da könnt ihr uns ja sehen, ne? Ja. Ja, ja, mal einschalten. Aber ja, schon. Mal einschalten hier. Dann kommen wir schon bei Carfox an, ja. Das sieht cool aus. Also ich sehe noch unten 0018 auf der Startbahn.
Ja, ich bin noch in Vorbereitung, musste neu starten. Oh. Rolf, ich habe dir per Discord eine Nachricht geschrieben, ist der Name so richtig? Was, du hast mir eine Nachricht geschrieben? Per Discord. Ja, Moment, muss ich mal gucken. Ich glaube, ich bin noch imstande, das zu lesen. Mach Vorsicht, sag mir mal ein Auge zu. Nicht, dass du nächste Woche dann bei der Entschuldigung sitzt, ne? So, wir haben ja jetzt hier eigentlich mehr Live. Warum zeigt er mir die denn nicht an hier? Keine Ahnung. Was ist denn hier los? Im Raster. So, wir haben da, warte, ich muss gleich mal gucken. Achso, erstmal lese ich jetzt Nachrichten, ne? So, warte. Ah! Was? Ne, nicht crazy. Nein, mit C. Mit C vorne. Okay, warte. Krapsi. Grazi. So, jetzt muss ich erst mal gucken hier, wie ich hier das Ganze hier reinkriege. Hier. So, wen haben wir denn hier drin? Hier, der Kerry ist da. Da. Ah, der Bret fehlt noch hier. Der Bret, wo ist denn der Bret? Ja, ich sehe nur das Live-Video hier nicht. Da muss ich mal hier Plus machen. So, Plus. Müsst ihr euch kommen. Ja, jetzt ist er drin, ne? So, normal müsste jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit mir. So, der Kerry ist da, ich bin da, der Dirk ist da, ne? Ja, der Dirk ist da. Der Franz ist da. Der Micha. Wo ist denn der Micha? Noch auf der Startbahn. Der Micha ist nicht da. So, das machen wir mal. Der Micha noch dabei hier. Ich weiß nicht, ja, wer ist denn das hier? So, haben wir jetzt alle hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Ne, einer fehlt noch, weil du bist ja zweimal da, ne, Carsten? Ich bin zweimal da und der Franz auch. Ja, wer fehlt denn dann jetzt noch? Hab ich was falsch gemacht? Na, der Franz ist da. Wir sehen 6 Likes, die von ihm kommen. Und 2 Videos. Jetzt habe ich hier vom Franz noch hier Checklistenassistent. Habe ich hier jetzt noch. Ich? Ja, warte mal, das muss man wegmachen. Okay, das ist wieder weg. Der Roger, ja. Ah, okay, ne? Läuft. Wie geht's dir so? Danke! Läuft! Das ist ja wie in der Kirmes hier. So, wir sind alle am Start hier. Wunderbar. Läuft. Laut dem Team müssen wir schon wieder sinken auf 17.000. Was? Sinken, jetzt schon. Ist noch Zeit. Jetzt geht es ab. Fly by wire, so easy cargo data is for 4.5 mile before target. Du hast auch schönes Echo, Dirk. Super. Ich? Ja. Jetzt so wie auf der Kimmes hier. Wie heißt der Bürgermeister? Grüße! So, ich bin in der Luft. Luft. Du hast auch ein Video? Ja.
Wer bist denn du? Warte mal. In München 218. Ne, hier, wie heißt der hier? Also Michel Pascal, ist Michel, Michel, wieder zum Michel. Ach, der Michel, 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 Michel. Ja, 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 jetzt, ja, ja, jetzt. Warum seid ihr hier schon auf 30.000 Tausch? Ja, wir es können. Richtig, genau. Ich krieg die Kiste hier nicht nur, ich bin bei 24.000. Guck mal, irgendwelche Flapstraßen sind die ursprünglich gar nicht benutzt, hast, aber trotzdem schon. Flaps sind weg. Dein Farbe? Ist er auch drin. Okay. Flaps habe ich auch nicht mehr. Der steigt ja auch, aber ist nicht so schnell. Hast du den Kostindex wahrscheinlich zu die Line eingestellt, oder? Ja, haben wir uns auf 35 geeinigt. Ja, 35. Also wenn die Flaps drin sind, das Fahrwerk drin ist, müsste eigentlich laufen, ne? 3,50 und der 35. 3,50, das ist nach neuem Standard, ist das 3, sind es 3 Zeichen, nur 2 Zeichen. Das ist der Kostindex. 3,50. Ja, das erklärt ja, warum ich dann langsam. Ne, 35 habe ich. 35 nur. Nicht 3,50. Nur 35. Wo habe ich es eingetragen? Okay. Und nicht in Quark. Also ist hier also ist auf 25.000. Okay, also ich oxidiere mit über 92. Ja, ich habe ja auch. 90 ist die Geschwindigkeit. Genau. Und ich bin jetzt gleich auf 31. Hello, welcome! No. Welcome everybody outside to the flight here. Enjoy. Wir sind auf Cruise Level, da müssen wir wieder einen nehmen. Da müssen wir wieder einen nehmen, ja. Cruise Level. Prost. Prost. Welcome to the cruise Level. Distance 2, 3, 3. So, we fly today to Sint Maarten. Sint Maarten Airport. It's a special group flight here today. Yep. Also mein Wetterforce funktioniert. So, wegen Wind wahrscheinlich 100. Wind, warte mal. Ich habe 27 Knoten Rückenwind. Okay, dann müssen wir dich voll überholen, weil wir haben 33. Also ich. 4-3, jo, 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 jo. Was ist denn da heute wieder hier in meinem Becherchen drin hier? Ha? Das kesselt aber. Das ist wieder Wodka. Wodka am Start hier. Edmund ist mit seinem Cessna A320neo vorbeigezogen. Exit plan, Mr. Mike. Mir wieder egal. What? Disconnect? Ankunft wird etwas ungewiss. Nee, besoffen nee, lande ich am besten. Boah, der kesselt aber auch heute wieder hier, der Wodka. Ja, ich hätte vielleicht was essen sollen vorher, ja. Wäre eine gute Idee gewesen. Eieieiei.
in meiner Erinnerung, was auf der Seite steht. Dann gucken. Wie lange? 291. Ich habe 227. 280. 210. Ja, da sind wir doch schön mit Abstand. Ja, man gibt sich Meilen. Corona-konform. Ich bin sauber. Wie gesagt, der 89. Vor Target, also plus Nightslow. Also Final. Common Final. 5, 15, 17 Mai. 299. Hat einer von euch das Fahrwerk draußen? Was? Ich bin hier gerade einen überholt, das sieht aus, als ob der mit Fahrwerk fliegt. Ich guck mal. Das ist die Frage, wie viel hat der Nino geschrieben? Was? Alkohol? Nee, da geh ich wieder. Nee, nur Kirschwasser. Wer sein könnte. Philippe. Die Kriegertanne. Könntest du nur mit Wodka ertragen, dann funktioniert alles. Ja, genau. Dann sieht man das alles viel lockerer hier. Dann läuft doch. Brot. Oh, haben zu mal einen Schluck Orangensaft. Besser. Jetzt bist du wieder weg. Warum bist du wieder weg? Ich bin wieder weg. Der Video. Warte, ich mach mit. Ja, da gib mal Gummi. Kriegertanne, Philippe. Jalla. Bitte auf der ILS landen. Sonntag war das für den Heading, wo du das Problem gehabt hast, oder? Was? Das Problem mit dem Heading. Mit dem Heading? Ja, keine Ahnung. War, ich glaube, da waren du was geworden, ja. Das war PC hochfahren, jalla, Mama, jalla, jalla, jalla! Avanti, avanti, Galoppi! So, was haben wir denn? Ich sehe das schon. Warte, das kann doch nicht sein. Oder? Doch. Quatsch. Ich sehe hier schon einen Diesel. So auf 130 Meilen. Ja, das kann sein. Ja, ja. 195 habe ich noch. Mal, ich brauche mal ein paar Daten. So, wie heißt unser Airport? TNCM. So, jawohl. Und bei mir macht der Zettel das von rechts rum, wenn er gut ist. Jetzt. So, dann gehen wir auch schon mal ein paar Performance-Daten ein. Ne?
alles fertig. Hast schon fertig? Hast schon fertig? Alles eigentlich. Ja, lecko, fertig. Jetzt driften aber alle auseinander hier. Der Dirk fliegt nach rechts. Atmon 67 fliegt nach links oben weg und der Captain fliegt konstant geradeaus. Ja, was ist denn los da bei euch hier? Sensationell. Also das stimmt denn da nicht? Jetzt höre ich ein Piep, 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 Piep. Wer ist das? Das ist der Ande wahrscheinlich. 0,90,12. Ja, das sind alle die mit der Premium Deluxe Version wahrscheinlich. Was haben wir denn? Was haben wir denn hier für. Cool, dann habe ich 110,17. Ach, ich habe gar keinen Flugplan eingeladen. Ah, scheiße, scheiße. Ach, scheiße, brauchen wir nicht. 27,2. Ich sag einfach mal 7000. Das ist doch wurscht. MDH, das ist auf dem Wasser, da sagen wir mal 400. 400. Was? 700. MDH 700? 700. Das ist aber hoch. Dann soll das 2000. Oh ja, ich bin auch mit 7000 zufrieden. Haben bei mir mega wenig Speed eingedreht auf meine Lampe. 176 Meilen. Ich hab Wind 0,90, 12 Knoten. Ja, 0,90, 12 habe ich. Ja, Philipp, das wird zu spät sein. Dann müssen wir leider ohne dich hier weiterfliegen. Und landen. Ach, wir fliegen doch weiter, okay? Was? Was? Trink doch eine mit. Stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zigge rum. Bum, 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 bum. Es ist doch okay, Geld. Das ist ja ein Jahr. Wann ist Fährport? Wann ist Fährport? Trink doch mit und kümmere dich nicht drin. So, ich mach mal meinen Wodka lieber in den O-Saft rein jetzt hier. Auch wenn der da eigentlich zu teuer ist, ja? Genießt der Fährport immer. Ja, ich denke, wir gestartet sind, aber keine Landung gemacht. Was? Also ich das später mal, ja. Wo wir getestet haben, ob wir starten kann. Ach, du meinst hier Luca? Nee. Auf der kleinen Insel. Der ist halt da. Was? Ja. Luca. Nein. Ja, was denn? Wie hieß denn der? Ja, wo? Na, auf der Insel. Auf der Insel? Da, jetzt hab ich ne. Wo wir jetzt. Was denn, wo wir jetzt letztlich geflogen sind oder was? Nee, wo wir kurz gestartet sind. Wo es ging, wo wir am Ende selbst reingeschaut haben. Aber nie gelandet. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie heißt das? Gustav. Ich kann mich nicht erinnern. Sorry, der Kleine. Warum dann nicht gleich? Achso, du hast zwei Bilder, ne? Carsten, oder? Hast du nur ein Bild? Hast du zwei Bilder oder nur eins, Carsten? Ein Video und den Spinning. Achso, du bist zweimal da. Ja, ganz Video raus. Nee, alles wurscht. Wie du wolle. Ja. Ja, Andreas, der Carsten ist zweimal da. Einmal oben links und einmal oben rechts. Und oben links steht live und oben rechts nicht. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Live sind die Streams, ne? Die Livestreams und das Videobild ist zwar auch live, oder? Ja. Heftig, hast du mal geschickt.
Approach checklist. Briefing. Approach checklist. Check. Camp status. Check. Barrel rep. 1013. Set. 1013. Set. Minimum. Set. Set. Engine mode selector. Normal. Approach checklist complete. Warum sind wir denn alle so zerstreut hier? Wir haben doch alle den gleichen Flugplan. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, die fliegen ja alle auseinander hier irgendwie, ne? Jeder hat irgendwas wahrscheinlich eingegeben beim Löschen von den Flüchten. Dann haben wir sie wieder geändert, Ja, das kann doch gar nicht mehr nach dem Start. Der kommt ja erst noch. Aber Sind alle untereinander. Oh ja, genau. Da könnten wir auch mal gucken. Wo bin ich denn? Kit Pro. Wie sieht's da denn aus? Sind quasi alle groß wie eine Perlenkette. Ja, außer die Spitze da vorne. Der Captain und ich. Der Captain geht ein bisschen auseinander. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, ich flieg mit dir anscheinend. Also ich flieg gerade auf den Punkt zu. Ach, ich flieg hier auch aus auf der Route raus, ne? Ja, und du bist noch so schräg hinter mir. Genau. Ja? Ja? Also 10 auf 2. Ja, gut, du warst wahrscheinlich böse. Ich bin jetzt komplett links von euch, bin aber voll auf der Route. Irgendwas stimmt doch nicht hier. So, naja. Komisch. Flugplan hat es zerhauen. Ja, da fliegt manuell das kurze Stück. Zwei Flügelleute gemacht. Das ist ein Knick für den kommen gleich wieder. Meine aber. Ja, ich aber wir sind ja gleich da. Wann muss man denn alles trinken? Noch nicht, ne? Was? Trinken? Trinken. Immer trinken. Na, es muss alles leer sein vor der Landung. Alles ausgetrunken vor der Landung. Also langsam hast du jetzt nicht. Ihr habt da bestimmt einen anderen Kostenindex eingegeben, wie ich das jetzt. 35. Wie schnell fliegt ihr denn tatsächlich? Ich habe 35 eingegeben. Oh. Ich habe einen Groundspeed von 496. Bist du im Kleinpraus? Was? Ja. Ja, Kleinpraus. Ich war Groundspeed. Ich geh jetzt gleich mal runter hier. Ich hab Roundtrip von 467. Ich 478. Ich 470. 483. Stimmt doch was nicht. Stimmt doch was nicht. Du hast ja das andere Blätter, du hast wahrscheinlich guten Wind. Du hast bestimmt E10 getankt. Ich hab auch ein anderes Wetter als der Kerze. Ja, ich hab ja hier mein Sim, mein Quatsch. Wie heißt das Ding hier? Rex Wetter Tool hier. Rex Wetter. Honey am Start hier. Läuft. Jetzt kommt der Edmund von links, also anscheinend. So, jetzt seid ihr alle aus dem Bild verschwunden. Vor mir taucht jetzt langsam die Kriegertanne auf. Das ist einfach hier bei uns eingestiegen irgendwo. Ich gehe jetzt runter auf 11.000. Erstmal. Jetzt schon. Ja, was heißt jetzt schon? Ich habe noch 114 Meilen. Ich hab hier noch 180. Ja, dann hast du noch Zeit. Wir sind alle gleichzeitig gestartet. Das ist komisch. Hast du denn getunet? Ich hab 65, ja. Ich hab hier den Fluxkompensator. Wahrscheinlich das. Hat sich jemand schon den Triebwerk so von der Kondo und dann die Flügel geschnallt? Das ist echt wie ein Verkirmnis hier, ey. Leute. Special Leute. Special Approach.
Was habe ich denn da unten für ein Bild? Vom Roger. Der Roger, der Roger streamt hier den Discord. Ab, 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 ab. Ich verzweifle den als guten Plan. Was gibt's denn hier bei Steam Market einen kostenlosen Airport? Kosten? Simba Airport ist Südafrika, Tansania. Oh, Scheiße. Und morgen gibt's hier so einen Stern-Cockpit-Tool kostenlos. Oh, was denn war? Warte kurz. So, welcome everybody outside here to this special flight here today. Drink and fly. Today. Special. Drink and fly. But only the good stuff. Das wird ja lustig. Ja, so ein Wiesen, das ist mal so ein Wiesen-Airport, ne? Der normalerweise die 8, 9 Euro kostet, kostenlos. 8, 9 Euro. Mitnehmen. Eben. Das sind wir zwei. Das ist schon merkwürdig, in diesem Pool-Kit ist jetzt irgendwie, der Captain ist nicht mehr da, den sehe ich nicht mehr. Der Dirk ist irgendwie völlig vom Kurs abgekommen. Und dann vorm Dirk. Der Rest ist irgendwie, ist eigentlich sichtbar. Ja, ein paar sind noch auf jeden Fall auf dem alten Kurs da, auf dem richtigen. Ich bin hier irgendwo links raus, ich weiß auch nicht, was ich hier soll. 1600 Fuß. Ich hab 4 Uhr. Auf 115 Grad. Ich werde mal gerade das Heading ein bisschen korrigieren. Kein Problem, ich komm rüber, Jungs. Rutscht mal zusammen, ich komme. Drehst du ein? Ich dreh mal ein auf 1.09. Vorerst. Oder wir können ja. Nee, wir können noch weiter eindrehen. Nee, musst du nicht, weil in naher Zukunft kommt eine Kurve nach rechts. Wir treffen sowieso auf dich. 089. Dirki! 089! So viel! Eindrehen auf 089, Dirk! Ja, ich hab schon gemacht, das wird sportlich! Ja, und den Arsch nach unten bewegen! Wollen wir alle Polonaise tanzen? Wir drehen mal runter auf 2000! Kommen noch! Oder bis ich jetzt eingehen? 2000? Ich bin auf 12.000. Ah, guck, das sind noch fast 60 Meilen, das reicht locker. Null Probleme. 1700 ist, glaube ich, zum Einfleitstück.
Sieht man, dass das kein Boykost ist? Was will der denn jetzt hier? Anti-Eis? Es gibt da rechts oben dann diese Angebote. Gibt's auch gar nicht. Die erste Position 100% Rabatt. Für morgen, das weiß ich mal. Ich hab's mal in die Discord in Texting rein, den Link. Ja, da hab ich schon gesehen. Ich da immer lese, keiner will ich nochmal runter. Jo. Das ist ja interessant hier. Also laut Microsoft bin ich voll auf Kurs. Und laut Toolkit Pro verlasse ich jetzt die Route. Aber extrem. Also biegt komplett mal rechts ab. Ja, es macht das bei mir auch hin und wieder. Ja. Einfach mal. Breaks out. Sport. Ja, wir haben uns hier irgendwie ein bisschen gesplittet. Aber wir müssen, das ist doch dieser eine Punkt, den wir nicht anfliegen sollen, oder? Kante, genau. Ich fliege direkt. Der ist doch da drin, ich muss auch nur springen. Genau, Awaki. Da fliege ich direkt hin. Also nach Dande brauchen wir. Genau. Das ist das Problem. Okay. He comes down here. Das ist okay. Gut, dann müssen wir korrigieren. Dirk, nicht, dass du mir wieder hinten reinkommst, ne? Nee. Oh, ich habe aber geile Wolken jetzt hier, muss ich sagen. Das sieht schon mega aus hier. Wow. Top. Die Wolke quillt. Was für Wolken? Ich habe nur Wasser. So, wo bist du? Irgendeiner fehlt hier. Auf dem Livestream. Der Roger ist da. Messe nicht da. Der Nils ist nicht da. Oder? Kerry? Der Captain Rudolfo, der Roger. Warum wird der Nils hier nicht angezeigt? Erwarten wir direkt jetzt. Habe ich jetzt eben gemacht, genau. Direkt? Weil da habe ich mein Heading wieder raus. Ja, besteuert. Was? Ja, aber dann wir jetzt nicht mehr anzufliegen, ist ja eigentlich auch kein Drama. Da fliegen wir halt einmal um die Kurve. Ja. Dann ist auch ein guter Weg, deswegen. Also für mich eigentlich ganz gut, da habe ich nochmal ein bisschen Zeit, mich zu sammeln. Ich habe nämlich jetzt hier auch schon zwei, drei Disky drin. Ja, super, da läuft's auch hier. Da läuft's. Trink noch einen. Muss noch einer rein hier vor der Landung. Jawohl, Prost, sag ich mal. Der Approach-Cocktail. Ich hab mal Lampen, Scheiße. Ich hab die Lampe schon an, die ganze Zeit. Ich dringend noch die Höhe verlieren. Ja, ich hätte schon beim Starten die Lampe an, jo. Ich hatte die Entfernung mit Dande gehabt und deswegen passt das jetzt gar nicht mehr. Ich hab mich schon gewundert, warum der Weg noch so lang ist. Ja, der Weg. So, was hat man für ein cool Age hier? 10-17. Okay. Die Wolken sehen schon gut aus jetzt hier mit meinem Ex-Wetter Force. Schon nice. Was? Hamza, 100 Meter über mir.
Lass mich bitte am Flughafen zuerst landen. Hab einen Passagier an Bord, der nach Landung im Anschluss den Bus nicht verpassen darf. Ja, dann schmeiß ihn doch einfach raus hier. Der kann doch schwimmen. Oh, ich sehe den One-Way schon. Schon. What? Und nicht? Siehst du, der Delta macht hier wieder Vollgas hier. Der fliegt schon wieder viel zu schnell. Ich bin noch zu hoch. Das gibt ein Ticket, du. Das sag ich dir. MPU. Hier machen wir noch 5. So, haben wir noch. Knapp 30 Meilen. Ich sehe aber noch gar nichts. Seltsam. Da oben fliegt einer von mir. Ja, das bin ich. Ich hast du mich schon wieder überholt? Ja, klar, im Reset. Ja, warum denn? Ja, ich hau halt besser gedeimt. Gedeimt? Du fliegst hier wieder mit 300 Knoten rum, ja. Nein, halt mal, let's manage. Ja, natürlich, ja, selbstverständlich. Ich bringe meine Arme, wenn ich glaube, ich bin eingetreten. Wart ab, mein Freund, wart ab. Wart ich fertig hier. Ich ramm dich ja von der Luft weg hier, du. Schauen wir mal. Hat einer die Frequenz vom Localizer? Es gibt kein ILS. Okay. Ja, schön. Deswegen alle Alkohol. Do your best. Ich stelle dir gerade die Frequenz ein. Wir wollen mal was einschauen. Das wird der Radmaß-Frequenz 41%. 43%. So, ich krieg dich, du. Ich krieg dich, du kleiner Scheißer. Das sehe ich! Ich hab den, 341, was ist da los? Du weißt, du kannst das gar nicht nur so lange. Und speak! Wir stellen das Ding gleich einfach mal kurz senkrecht in den Wind und dann brennt sich. Das will ich sehen. Kurz auf Meeresspiegel und dann senkrecht in den Wind. So, jetzt wird's aber wirklich Zeit. Ich hab hier Wolken, ich seh nix. Mach die Augen auf, wird heller. Und Speedbrakes raus, volles Rohr. Oh, ich hab nur noch 15 Meilen. Oh, jetzt muss ich auch bremsen. Jetzt sehe ich auch eine Insel. Eine Insel mit zwei Bergen. 1600 So eine Insel sehe ich, aber ich sehe noch keinen Runway. Ein Herr. Und reg doch eine mit. Stell mich dir zu Hause.
Oh, jetzt kommen wir alle zusammen hier wieder hier rein, hier, du. Das wird lustig. Flaps 1. Speed check. Flaps 1. Wo ist denn der Runway? Geil, gut, im Wasser. Ach. Im Wasser. Nein. Jetzt. Ab. Flaps 2. Speed check. Auto break. Flaps 2. Medium. Bei mir rennt es nicht. Speed break. Start. Temperature. 70 degrees, so we don't need any ice now. Switch it off. Okay. Here we go. Wee. Autopilot off. I have control. More or less. Ich bin, du hast mich schon wieder überholt, du Sack. Und da links kommt auch noch einer. Wer ist denn das? Neben dir. Keine Ahnung, wer ist links neben dir? Oh, da ist einer, ja. Da ist Tracker. Auf jeden Fall sieht das gut aus hier. Zweite Flap. So, was will ihr hier von mir? Flaps und was? Hier. Ach, muss ich auch hier rausmachen? Denkst du, was steht denn da hier? Hier. So, jetzt komme ich hier ganz locker, flockig. Hier unten durchgeflogen. Wir sind nicht so richtig. Haha. Hier kommt der. Der Captain. Wolltest du nicht oder was? Ja, ich komme jetzt unten heimlich durch. Ja, Moment, ich habe extra ein Autotraster rausgenommen. Was? Oh, kurz beschleunigen! Was? Da kommt er. Die Ulmer, die wird gerade hysterisch hier. Die Ulmer, was? Ja. Oh, Dirki, ich komme jetzt gleich hinten rein. Na, er sitzt doch im Startlöcher. Das ist jetzt zu schnell, weil sonst... Too low, terrain. Könnte es auch gut werden. Too low, terrain. Oh, es geht auch mit paar Wodka hier. Too low, terrain. Schön im Flight-Slow-Fake. Too low, terrain. Too low terrain. They're gonna terrain water. Too low terrain. Too low terrain. Come on, let's go. Yo, baby. Too low terrain. Too low. Down the balls, I need. Hey, du hast doch nicht so viel gesoffen. Bleibst du fort, meine, hier im Kreis zu drehen.
Ach, ich hab den Flaps Full vergessen. Advised. Auto thrust. Speed. Auto brake. Oh, wir kommen da durchgeschossen. No blue. Landing checklist complete. Kann ich ja mal schauen, Anna, kann ja mal TFFJ weiterfliegen. Boah, komm halt doch an. Hier. Nächste Exel. Was ist da los? Jetzt staut sich. Wer bleibt hier vorne stehen? Hahaha! 1, 2, 3! Boah! Steht ihr jetzt alle in mir drin oder was? Komm, wir fahren alle durch die Turin. Ich stehe am Wasser, das gibt's ja nicht. Ich muss vorne rausgucken, das Wasser. Warum stehst du im Wasser? Ich stehe am Wasser, wie so ganz knapp. Wie bist du so spät jetzt zum Stehen gekommen? Irgendwie ja. Nicht nur du. So, so, geht's da lang? Sind wir jetzt schon alle da? Ja. In Endanflug. Hat schon. Yes. 30 Meilen. Bin ich hier gelandet? Minus 302. Naja, okay. War schon schlechter. Besser auch. 304. Du, 304? Ja, ja. 617. 260. Was? 617? War ein bisschen schnell. Okay. Das war eine harte Landung. Seid gemein, einfach so doof von dir. Hast du oder so? Continue. Startet hier einer durch? Startet hier einer durch? Er hat zu viele Flugzeuge auf dem Randweg. Das irritiert aber hart, rechts hätten wir abfahren können. Abfahren nicht so weit vor. Banausen! Ach guck mal, hier gibt es sogar zwei, drei Gates. Anständige. Wer hat zuerst eins? Ich fahre einfach quer drüber hier, das ist nur die Latte. Hauptsache Gate. Bremsen! Fucking break! Uiuiuiuiui! Und so, aus, das Spiel ist aus! Ins Flugzeug vorne. Die gehen an, Bricks gehen ins Minimum. Und. Gear. Down, ja. Down. Up. Ja. Aber da gibt's kein Video. Geht down. Drei Grün. Nicht da. Gary.
noch. Was für eine Tour für hier, du, meine Herren. Dann bin ich frei wahrscheinlich auch nicht lang. Nee, ich fahr hier. Nur da links. Links ist noch was frei. Oh, ich stehe mal mit dem drauf. Oh, hier fährt jetzt noch einer in mich hinein gerade. So ein kleiner Fuzzi. Das war ich auch links. Oh, noch ein. Ein bisschen überfordert der Flughafen mit den vielen Fliegern. Oh, da passt noch einer zum Schluss. Ja, Astreino. Jungs, hier seid ihr super. Ja, super voll. Nicht alle, nicht alle. Es gibt Leute, die haben zu langsam getrunken. Ich habe gar nichts drin. So, wo ist. So. Kamine, check. Eieieiei. MSK 18 ja alles. Adults only. Clear to land. Clear. Ja. Ist schon ganz gut. So, Tusch. Was? Tusch. Push. Wieso, wo willst du denn hin? Pushen? Ich fliege jetzt noch wieder 18 Meilen zum Scheiß Airport. Was machst du? Was machst du? Ich geh jetzt nochmal weiter zum anderen Airport. Zum anderen Airport? Ja. Ja, warum denn? Eigentlich nochmal wissen wir, ob ich es noch hinkriege. Ob ich es noch hinkriege? So viel hast du doch noch gar nicht gesoffen. Nee, aber jetzt trotzdem. Mal schauen. Mal schauen. Da fährt er hin, der Dirk. Ja, ich bin dran. Ich bin dran hier, Dirk. Du bist beobachtet. Kann ich jetzt damit die Werte abrufen? Du hast noch mal. Dirk, gar nicht zum Beispiel jetzt. Ne? Die Zwingertanne kommt jetzt rein. Den Captain sehe ich auch nicht. Wieso steht er da? Der Captain steht da. Ja. Ich sehe euch nicht. Kommt rein, genau. Links neben mir steht der Franz. Den sehe ich. Ich stehe hinter dem Franz, du schräg rechts hinter. Dann kommen Hauptmann 67, Bert Barf, Ocean Monty, dann kommt schon der Captain. Da stehen irgendwie zwei an der Stelle. Oh, was war da? Keine Trade-off-Konflikte. Ne, oh, das schafft er. Verrat mir noch mal, wie ich meine Werte bekomme. Eine Landewerte. Ja, würde mich auch interessieren. Die stehen im SIM-Toolkit. Okay, ja. Wo da? Bei Landung. Landing Report. Da fliegt er los hier, der Dirk. Ja, jetzt aber schnell. So, rechts Kurve. Hey, die winken. Ab. Fahr doch mal Fahrwerk rein. Hab ich doch. Ah, jetzt. Fehl rein. Und tschüss. Also bei mir zeigt ihr an, 126 Knoten, 1,08 G und minus 697 FPM. Ich glaube, auf die FPM-Rate kommt es an, oder? Ja, minus 697. Das wollte ich wissen, genau. Mehr wie ich, hatte. Ist das jetzt gut oder schlecht? Nicht zu viel. Das war hart.
Wenn der Minus normal ist, aber irgendwas mit 200 vielleicht oder so. Wenn der Minus steht, steht. Ja, Minus. Ja, Minus. Ja, immer Minus. Ja, immer Minus. Minus 1.68 steht bei mir. Oh, oh. Stimmt das denn? Du bist ja gar nicht gelandet. Ohne falsch gedeckt. Nee, sag mal, klärt mir auf. Also bei Pitch Speed 156 Knoten und Vertical Speed FPM drüber steht minus 1.68 Grad. Was? Was? Die Frame, die hier, die Feeds per Minute sind Vertical Speed. Feeds per Minute. Da musst du gucken. Die Touchdown-Details sind ja einmal die Richtung. Da steht dann minimaler Wert, in dem Fall 96 Grad. Da habe ich jetzt 2,8 irgendwas erreicht, hat eine Differenz von 13 Grad, was ziemlich schlecht ist. Die Pitch hätte ich mit 2,17 steht da. Grad. Und die Rollrate mit 0,05, also ziemlich gerade und ein bisschen nach vorne geneigt, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Was jetzt auch nicht so schlau ist. Die Geschwindigkeit hatte ich 158 Knoten. Und mein Vertical Speed, das ist ja in Fuß pro Minute Sinkrate, habe ich minus 617. Das ist auch ein ziemlich heftiger Aufschlag gewesen. Die Frage ist, was da jetzt normal ist, was man da anstreben sollte. Na, die Werte kann man hier einsehen. Im SimToolKit Pro. Unter Landing Report. Da bin ich drin. Na, hier hat einer gefragt. Achso. Online. München 218, Landung. So. Wer kommt noch einer? Jupp. Ich seh dich aber nicht. Müsste ich mal sehen. Noch seh ich keinen. 300 Fuß noch. Der München. Genau. Ja, der kommt. Auf dem falschen Server. München. Kommt hier gerade rein. Ich seh nix. CQ, CQ, CQDX. Ich lieb Gras und höre nix. Da müsst ihr vorher aufsetzen, das sieht aber ziemlich riesig aus. Okay, also ihr lest praktisch den Touchdown-Report. Genau. Da kommt da. Okay. Ohne Fahrwerk sieht das hier wieder aus. Ah, jetzt, da ist das Fahrwerk. Oh, du musst runter. Ui. Ja. Das war aber nicht die beste Landung. Nee. Bis zum Wasser durchgerutscht nach vorne. Habt ihr mich auf eine Frage? Sehr spät. Aber unten. Ich werde zu dem Rekord mal zurückgehen. Overspeed. Du bist ein Römer hier. Overspeed. Ich bin gerade im Anflug auf den nächsten Flug. Welche Frage hast du denn zu dem Report noch? Also bei mir steht bei Touchdown, beim Heading 96, Ideal 96 Grad, Differenz 0,0 Grad, beim Pitch steht 3,37 Grad, beim Roll minus 0,79 Grad, Speed mit 20 Knoten und Vertical Speed minus 697 FPM. Ja, ein positiver Pitch ist ja dann ein nach hinten geneigtes Flugzeug. So, Minus wäre, wenn die Nase weiter unten ist. Okay. Der Roll ist dann bei einem negativen Wert, hätte ich gesagt, nach links geneigt, also über die Flügel. Mhm. Und da habe ich 0,05 Minus bei mir, also ein bisschen nach links, aber eigentlich 0. Du hast ja 0,7, hast du gesagt. Ne? 0,7. Das ist auch relativ. 0 wäre jetzt genau gerade. Okay. Was? Minus 750? Nein. Andreas.
Heftig. Ja, ey. Da musst du schon eine Inspektion jetzt hier. Gibt es irgendeinen Richtwert beim Vertical Speed, wo man weiß, ob das jetzt eine harte oder eine sanfte Landung war? Butter? 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 Ja, 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 ja. Gibt es. Aber im Grunde gibt's im richtigen Flieger eigentlich eine Anzeige für die Landerate, so mit G-Kräfte, bla bla bla. Also die ist eigentlich entscheidend, aber die gibt es hier nicht. Also hier haben wir nur den Vertical Speed. Aber 750 ist schon scheiße. Sollte so 60 bis 180 sein wahrscheinlich, irgendwie so ein relativ... Nee, also mehr wie 180 geht schon. Ja, ja, 300-400 geht auch noch. Ne, aber 750 ist schon stramm, ne? Das war auch eine sehr holprige Landung. Ich war auch viel zu schnell gewesen. Und hab den hinterher runtergeschoben, weil deswegen ist halt die Nase unten. Ja, Bukarest steht jetzt oben im Gang. Im Gang. Ich habe jetzt eine 52 bei 3 Whisky. Das ist mein persönlicher Bestwert. Bei Whisky? Bei Whisky. Ja, Whisky Whisky. Das ist tatsächlich so, ne? Das kommt auch im Glauben. Ach, wie, ohne Whisky ist schlechter. Aber deutlich. Ja, was sagt uns das? Was sagt uns das? Immer erstmal ein Nehmen. So, jetzt, oder was? Kommt jetzt noch einer? Ich lande jetzt in Sonnenparlemé. Also sehen wir von dir aus ja nicht mehr. Genau, beim Live übertragen bei mir sehen. So, wo eigentlich meine Werte sind? Also eigentlich kann man da gar nicht landen. Im Airbus. Und Bartolup, ist das hier der eine da, wo wir da probiert haben? Ja, das ist bis 18 Meilen weg, deswegen. Mit dem Schiff. Einmal hab ich es geschafft. Ja. Ah ja, da kann er doch. Ich hab es gemacht wie beim Fahrerflug. Ja, mit dem Schiff, genau. Wir gucken uns das an hier. 200 Räuscher. Gehst doch wieder ins Wasser gleich, mein Freund. Da kommst du von unten. Nutzt den Berg als Sprungschanze. Du kommst von unten. Aufsetzen? Dahinter ist der Berg, das ist auch nicht so richtig. Zu spät. Auch ein bisschen hoch, ne? Zu schnell, zu spät, scheiße. Bin nicht zu schnell. Aber hart. Uiu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 i, das wird doch nix. Alter. Eieieiei. Und ab in den Hügel. Einmal hab ich's geschafft, einmal. Das geht in der Aufwärts. Dann geht's. Ah, Freunde. So, wir sind durch, oder? Ja. Ich glaube, ja. Völlig. Ja, dann nehmen wir den Livestream mal beenden. Okay. Hat Spaß gemacht. Sag ich mal. Ja. So, don't drink and fly. See you soon as possible. Oh je. Oh, trinken, fly.